Zittau, das liegt in Sachsen. Ich bin Vater von 5 Kindern und ich arbeite als Sozialpädagoge an einer Oberschule bei uns in der Stadt. Also ich habe lange danach gesucht, weil ich eine Weiterbildung machen wollte. Ich brauche einfach neue Tools, um in der Schule den Kindern irgendwo noch mehr mitgeben zu können. Bisher haben wir sehr auf Probleme geachtet und mussten immer die Probleme lösen, aber ich wollte einfach den Kindern auch was für die Zukunft mitgeben, habe immer geguckt, was passt jetzt und habe verschiedene Weiterbildungen im Internet gesucht und bin dann zum Glück auf EBE gestoßen. Meine Frau hat das auch schon mitgemacht, meine Kollegin, und ich denke, das ist eine ganz wichtige Sache, weil ich kann mit den Kindern jetzt in einer Form arbeiten. Ich merke, es ist eine ganz gelöste Atmosphäre, wir haben viel Spaß miteinander und wir können ganz sehr davon profitieren, was wir im Seminar lernen. Das wird durch Beispiele gut rübergebracht, wird uns vorgezeigt. Dann üben wir untereinander und ich denke, wir sind ein ganz gutes Team hier, was gerade zusammen ist. Wir lernen ganz viel aneinander, üben miteinander. Das macht richtig Spaß. Also er steht voll im Saft, voll im Stoff. Er bringt das so aus seinem Herzen rüber. Er macht es schon viele Jahre. Ich merke, es brennt dafür und das kommt auch rüber. Und ihm fällt es leicht. Also es ist richtig so, ja, es blüht und er bringt das gut rüber, so dass es auch bei uns hängen bleibt. Also ich merke, dass wir mit den Methoden, die wir hier einüben und die wir kennengelernt haben, einfach so was freisetzen. Erstmal das mit Blockaden lösen, weil jeder Mensch hat irgendwo eine Blockade, ist blockiert und kommt nicht weiter. Und erstmal so grundlegende Dinge zu lösen, also mit den Handflächen, mit Druckpunkten oder auch mit dem Winken oder mit Klopfen, dass ich gemerkt, dass das wirklich Wirkung zeigt und dass man erstmal den Kopf freikriegt für noch weiteren Blick in die Zukunft hinein. Ich würde sagen, dass wir dieses Kinder- und Jugendcoaching, so wie wir es hier kennenlernen, dass ich es gut anwenden kann und dass es einfach wichtig ist, dass sowas in die Schulen kommt. Eigentlich auch sowohl Grundschulen oder Kindergärten, die Kinder relativ schnell positiver denken, positiver in die Zukunft blicken und nicht nur von Sorgen geplagt werden oder gestresst werden durch Hausaufgaben, durch Dinge, die sie nicht können. Weil jeder hat irgendwo so ein Potenzial in sich. Das muss einfach wieder hervorgeholt werden.